Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, in der letzten Folge haben wir verzweifelt versucht, irgendwie den Richter zu finden, wo ich keine Ahnung habe, wo der ist. Aber ich würde mich jetzt mal auf den Weg machen, sobald ich mich hier geheilt habe. Harald aus dem Weg. Also einmal gepennt habe und dann geheilt. Die Suchenden einmal zu bekämpfen, die oben im Wald sich verstecken. So, und das Auge Innos irgendwie beschaffen. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr sollt ihr mein Land betreten. Ja, nie mehr. Ich habe aber keinen Schimmer, wie ich sonst weiterkommen soll. Ich weiß nicht, wie ich das mit der Diebesgilde machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Richter machen soll. Hier wenigstens darum. Vielleicht ich mit Spenden. Ich möchte spenden. Hier nochmal 200. Segne diesen Mann. Lass dein Schenke. Ja, ja, das kennen wir alles. Aber nochmal 5 Gesundheit bekommen. Wie viel haben wir jetzt? 346 haben wir jetzt. Nice. 346 geht klar. So, und 5 Stärke brauchen wir auch noch insgesamt. Wir gehen einfach mal hier hoch. Denn wenn wir jetzt hier auf die Karte gucken und dann nach oben gehen. Nee, das ist nicht der. Alter, hier gibt es noch Dunkelpilze. Wir müssen an dem Dings hier. Vorbei an dem Hof oben. Akils Hof. Und dort kommen wir nach oben. Also einfacher nach Dings. So, ich würde aber die 5 Lebenspunkte einmal nochmal machen wollen. Warte. So. Da haben wir nichts Besonderes. Ich hätte noch ein paar andere Sachen verkaufen können. Ich habe aber keine Ahnung, wo auch Olaf ist. Und dann haben wir hier nochmal große Feuerstoff-Skelett erschaffen. Verwandlung Wolf. Ich glaube, der bringt mir nichts. Komm, die trinken wir jetzt alle 5 auf. Dann ist die Gesundheit voll. Und dann sind wir die auch endlich mal los. Ich hätte eigentlich auch mal hier unten gucken sollen, ob da wieder Gegner sind. Obwohl, sieht er nicht so aus, als wären da wieder neue Gegner gespawnt. Wir müssen aber auch einige finden und einige erledigen. Uns fehlen viel zu viele Erfahrungspunkte. So, die Treppe war ja jetzt gleich hier. Genau, da ist das Schild, also hier gleich links. Und wenigstens die Suchenden hier jetzt weg. Wenigstens haben wir das vor einigen Folgen, die entsorgt, sag ich jetzt mal. Ich speichere aber einmal. Kommen wir speichern hier auf die 6. So, das heißt, wenn wir den Weg hier weitergehen, müssten wir dann auch irgendwann an bei den Suchenden da ankommen. Oh, Feuerkraut. Zum Leuchtturm und zur Taverne. Hier ist ja auch noch ein Weg. Ich glaube, das ist der, den wir nehmen müssen. Ich hoffe nur, wir werden jetzt nicht random von Orks oder sowas angegriffen. Das würde ich gerne verhindern. Beziehungsweise vermeiden.
So. Okay, das heißt. Ah, hier sind wir jetzt am Steinkreis, beziehungsweise am Dingens, Wegpunkt, wo. Warte mal, gibt's hier noch Gegner? So leichte zumindest. Erkennen tue ich jetzt nichts. Sind das da hinten Gegner? No, aber hier sind Tote. Hier war mal ein Schlachtfeld. Pfeil. Rostige Axt nehmen wir mit. Noch ein Pfeil. Waren wir hier schon mal als Drachensnapper durchgegangen? Da sehe ich noch mehr Pfeile. Noch eine rostige Axt. Oh, Bolzen, perfekt. Sumpfkraut. Und nochmal Heilkraut, perfekt. So, hier auch nochmal. So, okay, dann gehen wir mal weiter nach oben. Und noch ein Bolzen. Rostiges Schwert. Alter, wie viel ich hier einfach übersehe. Wir speichern jetzt mal auf die 1. Jetzt will ich wissen, wo das hier hinführt. Ach so. Ja, das geht noch. So, Fleisch. Nochmal Fleisch. Gibt's hier noch mehr? Eine Winde. Wie, womit denn? Womit denn? Mir fehlt der nötige Gegenstand. Okay, aber wenigstens haben wir das hier gefunden. Oh, Bolzen. Sumpfkraut. Keine Ahnung, was hier ist, was hier gibt, was wir, wie wir hier weiterkommen. Noch mehr Sumpfkraut. Direkt am Steinkreis hier, okay. Ich hätte jetzt aber auch erwartet, dass da irgendwie stärkere Gegner sind. Da ist auch nochmal Sumpfkraut. So, jetzt sind wir zumindest an der Mine. Wir wollen aber weiter hoch. Wir müssen das Auge in uns da irgendwie beschaffen. So, jetzt sind wir hier. Speichere jetzt nochmal auf die 1. Dann will ich hier erstmal die Gegner, die hier irgendwo sein sollen, außenrum erstmal alle bekämpfen. Gibt es hier denn viele? Finde ich noch, hier ist noch ein Suchender.
Ja, okay. Der muss mich erstmal verfluchen. So, auf diese Art funktioniert das. Relativ gut und relativ schnell. So, und noch ein Heiltrank. Perfekt. Das heißt, jetzt nochmal speichern. Und komm, wir essen lieber mal was. In der Zeit, wo wir was essen, kann ich auch noch einen Kaffee trinken. So. Nochmal speichern. Und nochmal außenrum gucken. Ob hier vielleicht noch irgendwo einer ist. Hier. Davon ist, sehe ich noch einen. Jo, jetzt werde ich von den nächsten angegriffen. Wir hatten aber auf A1 gespeichert. So. Okay, warte mal. Kann ich die vielleicht anlocken? Den da zumindest. Oder den? Komm, irgendwann muss ich den doch treffen, oder? So. Ich brauche noch zu viele Punkte. Warte, falsche Waffe. Echt jetzt? So nah kann ich ihn nicht treffen. So, ich versuche ihn mal mehr in meine Richtung zu locken. Nein! Kann ich die auch irgendwie... Die kann ich auch alle anlocken, okay. Okay, das wird mit denen ein bisschen schwierig, wenn die alle gleichzeitig hier sind. Aber warte mal. Nein, Auge Innos, ja! Ich hab das Auge! Hoffe ich doch zumindest, dass ich es hab, oder? So, ich sehe gerade nichts, wohin ich gehe. Aber wir haben, glaube ich, das Auge, oder? Die sind nicht mehr hinter mir her. Warte mal, gucken wir mal. Wo ist denn das? Ist wahrscheinlich unten, oder? Habe ich es nicht eingesammelt? Auge Innos hier. Dieser Edelstein ist matt und kraftlos. Wir haben es aber. Okay, das heißt, damit gehen wir jetzt zu Vatras. Ich speichere das jetzt noch einmal. Auf die 1. Wir haben es beschaffen. Oder warte, war das nicht Bennett, der es reparieren konnte? Wir gehen zu Bennett direkt. Der muss es doch reparieren können. Warte mal, wir haben doch Teleportsteine zum Großbauern. So. Einfach zu Bennett.
Der kann das auch reparieren. So, da ist er ja. Bennett, kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Klar, lass mal sehen. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Die Fassung ist hinüber. Ich glaube, ich kann es wieder hinkriegen. Wie lange brauchst du dafür? Wenn du es hier lässt und morgen wiederkommst, wird es fertig sein. Oh, geil. Ich kann noch nicht mal was dafür abknöpfen. Schließlich hast du mich aus dem Bau geholt. Okay, hier ist das Amulett. Repariere es für mich. Hier ist das Amulett. Repariere es für mich. Alles klar. Bis morgen werde ich die neue Fassung angepasst haben. Du kannst es dir dann bei mir abholen. Okay, ist das Amulett fertig? Ist das Amulett fertig? Nein, noch nicht. Komm später wieder. Wenn du mich noch weiter von der Arbeit abhältst, wird es noch länger dauern. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch das denn schon wieder her. Okay, dann gehen wir einmal pennen. Warte, Trollhoff hat er bestimmt auch noch. Ich hab für so etwas. Nee, der hat keine neue Aufgabe für mich. Das hab ich noch gar nicht. Dann gehen wir mal schlafen. So. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Einmal pennen. Bis zum nächsten Morgen. Und dann gehen wir jetzt nochmal zu Bennett. Jetzt müsste er es auch fertig haben. Apropos, hier Bodo, der hat doch bestimmt noch. Wie steht's? Wie steht's? Gut. Wenn du ein paar Milizen siehst, brat ihnen von mir auch eins über, ja? Okay, da gibt's auch nichts Neues. So, Bauer, Söldner, Cypher. So, Bennett. Ist das Amulett fertig? Ist das Amulett fertig? Ja, hier. Ich musste eine neue Fassung für den Stein fertigen. Ich habe die ganze Nacht dran gearbeitet und es ist wie neu. Okay, mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Welche Waffe willst du herstellen? Ich habe mir das schon gedacht. Ah, die 6 Dings da, Lernpunkte, die brauche ich noch. Schwere Erz 2-Händer. Das muss ich auch noch irgendwann machen. So, aber jetzt, warte mal. Jetzt gucken wir uns mal das Auge Innos an. Fassung des Amulets ist intakt. Der Edelstein ist matt und kraftlos. Wie sieht's das Auge Innos? Okay, ich gehe dann damit einmal vielleicht zu Pyroka. Meine Meinung will ja keiner hören. Also Pyroka müsste uns da damit wahrscheinlich auch noch helfen können. Dann wieder die Magie reinzubringen. Ansonsten noch einmal kurz Xardas vielleicht. So. Aber gut, dass wir das doch noch hingekriegt haben. War ein bisschen wild auch bei mir jetzt hier in letzter Zeit. So. Basta können wir auch momentan noch nicht helfen, ne? Mit seiner Quest. Oder warte? Kann er uns vielleicht das so beibringen? Wegen den Hörnern der Schattenläufer? Wie weidet man die Schattenläufer aus? Das weißt du nicht? Oh Mann, ich hätte mehr von dir erwartet. Ah nein, kostet ja 3, stimmt. Zurück. Na, hoffentlich. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Okay, ich frage mich, wie viel ich machen soll. Also wie viel ich Schattenläufern hier ausschalten muss für ihn. So, aber jetzt haben wir nicht auch noch irgendwie einen Teleport zum Kloster. Machen wir doch so. Ich laufe zu viel. So. Was ist eigentlich 3? Was macht 3? 3 ist gar nichts irgendwie, ne? Milton? Okay. So. Vielleicht mit ihm, Palan, erstmal.
Nee. Salandriel, der steht ja immer noch. Igaras. Novize. Pyroka. Der kann nur Segen machen. Serpentis? Auch nichts Neues. Hallo, ich will, hier. Ulta. Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Nein. Nichts, was du nicht schon wüsstest, Bruder. Okay, muss ich vielleicht damit zu Xardas? Mit dem Auge Innos? Genau, gehen wir nochmal zu Dingens. Nicht zu groß bauen. Hier Hafenstadt. Und reden mal mit Vatras drüber. Irgendwer wird uns damit doch helfen können, oder? Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht, was ich machen soll. Oder zu Xardas. So. Hier, Vatras? Also, er kann mir jetzt dazu nichts sagen. Okay, Teleport zur Burg, Niental, Taverne. Zu Xardas. Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias Reich. Warte mal. Adanos. So, gehen wir hoch zu Xardas. Das Ding ist wieder intakt. Und es müsste eigentlich soweit sein. Weil wir haben das Ding jetzt. Es ist auch repariert. Xardas? Da ist er. Hey. Wegen des unbekannten Teils der Insel? Wegen des unbekannten Teils der Insel. Belästige mich nicht mit Details. Komm wieder, wenn du wirklich etwas Brauchbares gefunden hast. Hä? Mit... Zu wem muss ich jetzt wegen dem Auge Innos hin, hä? So. Okay, warte mal. Das Auge Innos, das Auge befindet sich im Kloster der Feuermagier. Lord Hagen hat mir ein Schreiben mitgegeben, damit mir im Kloster das Auge Innos überreicht. Klasse, hätte ich mir ja denken können, ich bin zu spät gekommen. Die Hohlköpfe vom Kloster haben sich das Auge von einem Novizen klauen lassen. Xardas war nicht gerade glücklich darüber, dass das Auge Innos zerstört ist. Der Wassermagier war dran. Warte mal, muss ich mit Lord Hagen vielleicht damit reden und darüber reden? Ach, weißt du, wir legen uns einmal hier schlafen. Wo ist denn das Bett? Hier. Dann haben wir das wieder aufgeladen. Dann reisen wir einmal zu Lord Hagen. So, das weg. Teleport zur Burg, zum Kloster. Welche Burg ist denn da gemeint? Teleport zur Taverne, Hafenstadt, Passen Minental. Zum Passen Kurins. Ah, okay, warte mal. Die Burg in Dingens hier. Okay. Hafenstadt, da. Gehen wir nochmals zu Lord Hagen. Das weiß doch inzwischen jeder. Weil irgendwie weiß ich jetzt nicht, was wir machen müssen damit. Ich habe was anderes gehört. Es war genauso, wie du sagst. Jetzt halt! Einen Unruhestifter wie dich kann ich nicht ins obere Viertel lassen. Geh zu Lord Andre und regle die Sache.
Ach nö. Jetzt ernsthaft? Das ist jetzt aber doof. Das finde ich jetzt echt doof. Wegen dieser einen Stadtwache, die wir verprügelt haben, weil der irgendwie mit uns Stress haben wollte. Auf dass er sie dem Menschen wiedergebe, falls das Tier zurückkehren sollte. Und ja gut, dann nee, dann gehen wir jetzt nicht rein, Zuris. So, Stadtwache. Und Lord Andri. Wie viel wir dafür haben? Wieder 50? Wenn du dich mit dem Gesindel im Hafen herumprügelst, ist das eine Sache. Aber wenn du Bürger oder Soldaten des Königs angreifst, muss ich dich zur Rechenschaft ziehen. Wenn ich dir das durchgehen lasse, macht dir bald jeder, was er will. Also wirst du eine angemessene Strafe zahlen und die Sache ist vergessen. Wie viel? 100 Goldstücke. Ja, gut, hier. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass es jeder in der Stadt erfährt. Damit wäre dein Ruf einigermaßen wiederhergestellt. Gut. Ich habe so das Gefühl, Lord Andri, hier ist, ist der Richter. Kann das sein? Und ich kann ihm nur meine Dienste, quasi, anbieten, indem ich die Diebesgilde da besiege. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Jetzt muss ich aber wieder ins obere Viertel gehen können. Kann das sein? Ich hoffe doch. Aber das Licht war eine Qual für Belial. Ins obere Viertel geht hier entlang. Ich habe so einiges gehört. So. Jetzt darf ich hier rein. Okay. Jetzt lassen die mich durch. Einfach nur Bürger. Wo wurden eigentlich der Richter? Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Wenn Lord Andri nicht der Richter ist, dann muss er doch hier irgendwo sein. Oder nicht? Hä? Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt weitermache und wer der Richter ist. Ich guck noch mal kurz hier. Warte mal. Arbeiter. Richter, Was gibt's Neues? Der Söldner, der Lothar ermordet haben soll, ist angeblich unschuldig. Man hat Beweise gefunden, dass man ihm den Mord nur anhängen wollte. Okay, was habe ich hier in der Stadt für Möglichkeiten? Wenn du nicht im Hafenviertel in der Gosse enden willst, such dir eine ordentliche Arbeit. Frag in der Unterstadt herum. Vielleicht hast du Glück. Wenn du vorhast, länger hier in der Stadt zu bleiben, solltest du der Miliz beitreten. Oder dich zumindest im Kampf ausbilden lassen. Die Kampfausbilder in der Kaserne trainieren auch normale Bürger. Bald werden die Orks kommen. Und dann wirst du dich über jede Stunde freuen, die du auf dem Kasernenplatz zugebracht hast. Hm, okay. Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Keiner weiß so genau, warum sie hier sind. Auch wir von der Stadtwache nicht. Sie haben die Kontrolle über die Stadt übernommen. Den Statthalter aus seinem Ratssaal verjagt und den Richter seines Amtes enthoben. Wenn du mich fragst, ist das eine gute Sache. Diese aufgeblasenen Wichtigtuer hatten eine Lektion in Demut mal bitter nötig. Okay, darf ich hier einfach so rein? Bürgerin? So, okay, dann... Ist der Richter wahrscheinlich hier oben, ne? Da. Wie sieht's aus? Du dreckiger Söldner, machst gefälligst, dass du verschwindest, bevor ich die Wachen rufe. Langsam. Ich bin nicht hier, um dich zu bestehlen. Ich suche Arbeit.
So, du willst also für mich arbeiten. Das ist natürlich etwas anderes. Da gibt es leider nur ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Du wirst deine Loyalität erst beweisen müssen. Okay, stell mich auf die Probe. Komm. Stell mich auf die Probe. Na gut, hör zu. Bring mir den heiligen Hammer der Magier des Feuers. Sie bewahren ihn irgendwo im Keller des Klosters auf. Wenn du das schaffst, dann werde ich darüber nachdenken, dich bei mir als Leibgarde anzustellen. Ich soll die Magier beklauen? Du hast sie doch nicht. Okay, alles klar, machen wir. Alles klar. Gut, aber denk daran, wenn sie dich erwischen, habe ich nie von dir gehört. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir den Hammer klauen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!